Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life in the Woods. Es geht zumindest bei mir quasi nahtlos über. Und zwar, ich habe hier schon wieder ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben hier jetzt zum Beispiel auch tatsächlich... Ach nee, noch nicht, weil nichts angeschlossen ist. Theoretisch haben wir hier allerdings auf diesem Kabel hier hinten 31 Kanäle belegt. Hier seht ihr schon, geht noch irgendwas rüber. Da kommt jetzt tatsächlich der letzte, 32. Kanal hin. Ich bin echt froh, dass es noch klappt. Es hätte auch, gut, theoretisch hätten wir auch hier dann einfach irgendwie abzweigen können. Egal. Wir setzen da jetzt unser Subnetzwerk dran. Ich bin gerade selber noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar packen wir hier einen Storage Bus dran. Dann kommt hier das Interface, was aber auf die Höhe muss. Also ist das Ganze total bescheuert. Wir hätten das Kabel da eigentlich lassen können, wo es war. Genau, hier den Storage Bus drauf. Und hier wiederum jetzt das Interface. Genau so. Dann brauchen wir noch eine Stromversorgung. Die machen wir uns so nicht. Bevor wir da jetzt auch einen Tesseract verschwenden, in Anführungszeichen, machen wir das Ganze einfach so. Oder wir machen das Ganze doch nochmal anders. Moment, das kommt hier nochmal weg, das kommt hier nochmal weg. Die kommen auch alle nochmal weg. Ich schnappe mir mal kurz den Magneten. So, wir machen das Ganze so, so aber auch nicht. Moment, da fehlt noch der Storage Bus. Der hier dran kommt. Jetzt können wir den hier hinpacken und da ein Quarzfiber dran. Nein. Bin ich gerade nur doof? Scheinbar. Okay, ich hätte nämlich dann gerne, vielleicht müssen wir das dann doch auch nochmal anders machen. Wo sind denn die Controller hin? Das sind die Interfaces. Da haben wir die Controller. So, das will ich nämlich genau nicht. Das will ich halt aber eigentlich auch nicht. Ich fühle mich gerade richtig dumm. Wieso kann ich, also nur mal so, wieso kann ich denn hier jetzt kein vernünftiges Quarzfiber draufsetzen? Ich bin sichtlich verwirrt. Okay, egal. Dann machen wir das Ganze halt doch so. Das kann weg, das kann weg, das kommt da drauf. Machen wir es doch so wie ursprünglich geplant. Das Interface hier drauf. Und dann brauchen wir jetzt trotzdem noch irgendwie Strom nach oben. Nur mal so eine Frage. Das könnte ich machen. Ich bin doch auch ein Idiot. Ich bin doch auch ein absoluter Idiot. Wieso ist... Ach Gott. Ich hatte nicht Quarzfiber, deswegen. So, zack. Zack. Ah, okay. Ach Gott. So, dann kann der ganze Schrott hier eigentlich wieder raus. Ganz so weit müssen wir gar nicht gehen. Dafür gehen wir hier noch bis dahin. Zack, zack. So, den machen wir da auch mal weg. Jetzt ist die Frage, da ist dann eigentlich eh schon die Wand drauf, die können wir mal wieder reinsetzen. Zack, zack. Die Wand hier kann einen nach vorne. Wie viel Erde haben wir denn noch übrig? Ein bisschen was ist es auf alle Fälle.
Haben wir noch irgendwas zum Stopfen? Zum Beispiel das hier. Wunderbar. Machen wir hier zu. Dazu, da hinten zu. Haben wir noch ein bisschen Stopfmaterial? Nö. Dann holen wir uns jetzt noch kurz ein bisschen Erde. Und machen da hinten einfach mal noch kurz fertig zu. So. Jetzt ist die Frage hier unten. Ja, weißt du was? Dann ziehen wir das einfach noch nach unten. Da stört es uns nämlich nicht. Genau, dann machen wir das so. Oh. Das war kein Painted Glowstone, das war was anderes. So machen wir das. Und hier machen wir das genauso. Okay. Und hinten ebenfalls. So. Da kommt jetzt gleich unser Kern noch fertig rein. Aber bevor der rein. Ach ne, das funktioniert ja jetzt mit dem Strom auch. Dann brauchen wir nach hinten ja eigentlich gar keinen Platz. Egal, wir lassen es jetzt so. Es ist uns in dem Fall tatsächlich egal. Spawnen kann hinten auch nichts. Wir haben ein bisschen Platz, weil wir noch irgendwas machen müssen. Ich überlege jetzt noch ganz kurz. Wir sollten soweit aber alles haben. Der sitzt da dran. Das ist da perfekt. Dann können wir jetzt eigentlich starten, den Kern aufzubauen. Genau so. Gut. Ich habe mich in der Küche für die Farbe Weiß entschieden, passend zu unserem Aufbau oben. Das heißt, wir können hier mal schon mal ein Terminal reinsetzen. Wunderbar. Wir brauchen, ich habe noch ein bisschen was vergessen, wir brauchen ja auch ein kleines, ach ne, das Speichersystem kriegen wir ja eigentlich über die Drawer. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht schlecht, noch ein paar Sachen zu haben. Das heißt, wir stellen uns da noch sechs Drives hin. Drive. Ist ja nicht so, als ob wir da nicht noch ein paar hätten. Ich weiß nicht genau, wo da jetzt schon wieder der Unterschied ist. Ist es, ja, keine Ahnung. Und, huch, Storage. So, wir benötigen, die haben wir nicht, doch, die haben wir automatisiert, die Dinger. In diesem Fall wären das 60 Stück. Uns fehlen einige goldene Prozessoren. Das ist nicht tragisch. Die machen wir uns mal schnell. Beziehungsweise die habe ich schon gemacht. Die sollten hier hoffentlich alle fertig sein. 5. Was? Wo hängt's denn hier schon wieder? Ah, wir haben keinen. Okay. Oh. Oh. Ja, das wollte ich nicht. Doch, Sand. Ja, ich bin restlos voll. Okay, pass auf. Das erstmal ganz kurz. Gut, die können wir scheinbar doch stacken. Gabbro kann raus. Die Wireframes können wir kurz raus. Den Tesseract brauchen wir nicht. Der kann also auch raus. Der kann erstmal kurz raus. Und das reicht uns vorerst auch schon. Den können wir nach hinten schmeißen. Das ist jetzt natürlich doof, dass hier der Sand ausgegangen ist und ich das nicht mitbekommen habe. Warte, muss der hier rein? Ja, der muss hier rein. Die bitte nicht. Okay, auf unsere Festplatten müssen wir also dann doch noch ganz kurz warten. In der Zwischenzeit werden wir aber die Drives schon mal hinstellen. Die Festplatten packen wir halt dann im Nachhinein rein, das ist jetzt egal. Hauptsache, wir kommen hier ein bisschen voran. So. Die Festplatten hätte ich dann eigentlich direkt gern daneben stehen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Oh. Painted Glowstone. Das ist der richtige. Ha, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich hier eine Festplatte, einen Drive reinstelle. Ja. Das dachte ich mir fast. Das funktioniert nämlich nicht. Das dürfen wir also nicht machen. Schade. Das sind Conduit Facades. Ich wollte den Painted Glowstone. Vielen Dank. Ich habe hier zum Beispiel auch. Wieso habe ich denn hier Fassaden drin? Painted Glowstone. Haben wir hier noch?
Und haben wir hier noch ganz viel. Tauschen wir das. Ach du Scheiße. Was habe ich denn da gemacht? Gut, tauschen wir nicht jetzt aus. Ich tausche zumindest vielleicht mal hier noch kurz die 6 aus, die ich noch auf Tasche habe. Den Rest mache ich dann. Ne, ich tausche nicht die 6 aus, die ich auf Tasche habe, weil das waren nämlich auch schon Fasaden. Machen wir so. Die schmeißen wir uns erstmal ganz kurz da hinten rein. Das werde ich dann einfach zwischen den Folgen irgendwie machen. Hier wäre eigentlich noch eine Fassade drin. Ganz nett. Ja, jetzt hole ich nochmal mit dem Pentaglowstone raus. Mach hier zu. Hier also keine Festplatten rein. Dann. Ne, weißt du was? Wir stellen sie einfach oben drauf. Geht ja genauso. Stellen wir sie einfach oben drauf. Holen wir uns nochmal den. Sollte eigentlich klappen. Achso, ja, wir haben ja keine Festplatten drin. Kein Wunder. Okay. Das ist also der Beginn unseres Küchensuppennetzwerkes. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben. Dance. Ich kann mal zumindest 20 oder so machen. Alter Schwede. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Kann ich die umfärben? Ich fürchte fast, ich kenne die Antwort, aber probieren kann man es ja mal. Bone Meal. Doch, es funktioniert sogar. Sehr schön. Dann nehmen wir uns hier mal alle raus, die gehen. 24. Ist jetzt, ja. Haben wir immer einen halben Stack. Dann haben wir ja auch die Smart Cable und die normalen Glaskabel. Insofern, vielleicht reicht es uns tatsächlich. Wir fangen also an. Nämlich hier. Jetzt habe ich am besten das Kabel. Ach nee, das Kabel ist ja auf der Seite. Okay, also. Wir fangen einmal an, hier in der Mitte einfach durchzugehen. Hier kommt wieder unser Kabelschacht hin, unser Hauptschacht. Von dem wir dann einfach immer abgehen, wenn wir irgendwo hin wollen. In diese Richtung kommt wieder Erde rein. Warte mal, hier liegt ja eigentlich das Kabel drin. Drüber ist dann das Glas, also muss man noch eins runter. Wahrscheinlich baue ich das Ganze hier auch schon wieder viel zu unnötig komplex. Aber hey. Gut, und dann gehen wir theoretisch. Dazu muss ich hier nochmal kurz das Zeug wegmachen, dass ich hier rein kann. Hallo. So. Hier und hier müssen wir uns abschotten. Müssen wir uns hier und hier nicht abschotten? Doch müssen wir, weil sonst passiert das und das wollen wir nicht. Das scheint damit aber nicht zu funktionieren. Haben wir nicht noch diese, warte mal. Die Dinger, funktioniert es denn damit? Uns abzuschotten. Damit funktioniert es. Perfekt, dann nehmen wir die. Einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme, damit die Sachen sich hier nicht verbinden. Ich hätte das vielleicht bauen sollen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Dann können wir auch ganz kurz hier nochmal unseren Boden wieder reinmachen. So. Dann kommt hier der Kabelanker rein. Und hier das Dense-Kabel.
Gut, hier kommt schon mal der Boden hin. Es ist einfach so viel zu tun, das ist Wahnsinn. So, hier haben wir zum Glück nur Erde. Hier haben wir irgendwo ein Loch reingebohrt, genau da. Zack, zack. Wobei hier eigentlich auch noch einer rein muss. Haben wir noch Blöcke mit Wireframe? 46, es könnte knapp werden. Oder es könnte auch genau reichen. Beziehungsweise zumindest gerade so. Sehr schön. Dann können wir hier tatsächlich doch schon komplett noch unser Kabel reinziehen. Wir kommen damit auch bis zum Ende. Das ist schön. Hier werden wir dann wie gewohnt ein Lighted Clear Glass draufpacken. Aber hier und hier machen wir wahrscheinlich dann doch zu. Irgendwie so. Hier kommt ein Lighted Clear Glass drauf. Ein Lighted Clear Glass. Was ich sowieso noch im Inventar hätte. Sehr gut. Dann haben wir wieder so ein bisschen die Optik aus dem anderen Raum. Man merkt, es gehört wohl doch irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Wir können dann da hinten anfangen, die Maschinen aufzubauen. Das werden wir dann vermutlich in der nächsten Folge machen. Das will ich jetzt nicht noch anreißen. Was jetzt noch nicht schlecht wäre, wenn wir aber hier vielleicht schon mal Festplatten reinmachen könnten. Aus diesem Grund gucken wir nochmal ganz kurz rüber, wie weit unsere Prozessoren sind. Ob wir da jetzt mittlerweile mal fertig sind, das sieht ganz gut aus. Fertig sind wir zwar nicht. Noch nicht ganz, aber wir können mal den ganzen Scheiß hier rausschmeißen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Das kann wieder rein. Die Quarzfarbe brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ein Lighted Clear Glass erstmal auch nicht mehr. Das sowieso nicht. Okay. Und dann holen wir noch kurz die restlichen Prozessoren. Was genau? Ach, die Festplatten, genau. Die Festplatten können wir noch kurz machen. 60 Stück. Sind hier gleich hier oben. 60, Start. Scheint einen Moment zu brauchen. Das persönlich. Ach, jetzt. Ja, jetzt legt er los. Wahrscheinlich musste hier das Zeug noch klein malen oder so. Ja, das kann jetzt witzig werden. Wobei es eigentlich eh recht schnell geht. Wir machen das einfach so. Und und die letzten 30 nehmen wir auch nochmal mit. Zack, zack, zack. Hier rein und hier rein. Wunderbar. Jetzt haben wir hier auf alle Fälle schon mal schönen Speicherplatz. Wir sollten jetzt vielleicht noch was essen. Und wir können mal testen, zum Beispiel eine Ranch, glaube ich, haben wir hier nicht drin, oder? Haben wir hier noch eine Ranch? Nur die hier. Wir schmeißen die hier rein. Sie wird uns hier angezeigt, aber wenn wir hier nochmal nach der Ranch gucken, wird sie uns auch hier angezeigt. Und genau das wollen wir. Alles, was an diesem ME-System angeschlossen ist, soll man hier sehen. Alles, was zu dem großen ME-System gehört, soll man hier nicht sehen. Und ja, das ist es im Prinzip auch schon. Das ist der erste Teil unseres ME-Subnetzwerks. Wir machen uns ein schönes Bildchen davon.
Könnten uns vielleicht auch noch ganz kurz irgendeine Fassade raussuchen. Was nehmen wir denn? Warte, wir sind hier weiß. Haben wir Antiblock? Weißen Antiblock? Wir haben weißen Antiblock. Okay, Moment, das machen wir. Ich wollte es nicht wegwerfen, Verzeihung. Das machen wir doch noch ganz, 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 ganz kurz fertig. Das packen wir mal bitte wieder auf die 9. Achso, das, ja. Egal. Antiblock. Ich glaube, so rum ging's. Und einen Kabelanker außenrum. War es so? Ja, es war so. Sehr schön. Diese Fassade nehmen wir uns noch kurz mit. Und machen sie außenrum drauf. Wunderbar, genau so soll es sein. Damit wären wir für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt nicht großartig was dazu erklärt. Also eigentlich Subnetzwerk schließt man einfach an, indem man ein über ein Storage Bus ein Interface mit dem neuen Netzwerk verbindet. Es muss theoretisch nicht direkt der Controller verbunden sein. Es reicht einfach, wenn es irgendwo mit einem Kabel des neuen Subnetzwerks verbunden ist. Das genügt schon vollkommen. Und dann, so wie es jetzt konfiguriert ist, im Storage Bus. Eben mit diesem bidirektionalen Weg bedeutet dann einfach, dass wir hier oder dass wir im großen Netzwerk alles sehen und wenn wir im großen Netzwerk was reinwerfen, was in dieses Netzwerk gehört, speichert es das da auch gleich automatisch. Also so ein bisschen wie oben mit den Drawern, die wir ja haben. Im Prinzip ist es hier nichts anderes. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.